Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Social-Media-Welt extrem gefährlich. Denn egal auf welcher Plattform man sich einloggt, wird man direkt mit Menschen konfrontiert, die mehr Geld verdienen, besser aussehen, glücklicher sind, größere Autos fahren und an viel schöneren Orten leben. Und ich selber tappe in diese Falle auch immer wieder rein, dass ich mich mit anderen vergleiche und gerade mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass ich im Bett liege nachts und mir denke, warum habe ich diesen Meilenstein noch nicht geknackt? Warum ist mein Team noch nicht so groß? Warum macht derjenige jetzt viel mehr Umsatz als ich? Und das ist tatsächlich extrem gefährlich und hat mich wirklich viele Jahre wirklich beschäftigt, dieses ungesunde Vergleichen, bis ich irgendwann auf ein Schaubild gestoßen bin, was mir extrem geholfen hat und ich würde sogar so weit gehen, dass es mein Leben signifikant verändert hat. Und ich weiß, dass ich mich mit diesem Versprechen weit aus dem Fenster lehne, aber ich es in dieser Folge beweisen möchte, weil es mir am Ende viel Ruhe gebracht hat und mich auch ein Stück weit entspannter gemacht hat und aus diesem Trott rausgeholt hat, mich mit anderen zu vergleichen. Denn tatsächlich wird dieses Schaubild dir ganz genau zeigen, warum du die Ergebnisse in deinem Leben hast, die du heute hast. Und vor allem zeigt es dir auch, warum du vielleicht noch nicht die Ziele erreicht hast, die du dir vorgenommen hast. Wenn man das aber einmal verstanden hat und verinnerlicht hat, was einem dieses Schaubild eigentlich zeigt, gibt es einem viel Ruhe und man versteht auch sehr schnell, wie man dahin kommt, wo man hinkommt. Und ich würde sagen, dass wir gar nicht lange drum herum reden, sondern direkt in die Folge reinspringen und ich dir kurz dieses Schaubild zeige, wie es für dich funktioniert und wie es dir helfen kann, deine Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Springen wir direkt in das Schaubild rein und es hat zwei große Dimensionen. Zum einen das Gedächtnis, als auch die Ergebnisse. Und wir starten mal mit dem ersten Part, mit dem Thema Gedächtnis. Und was man irgendwann realisiert entlang des Weges ist, dass wir verdammt schnell vergessen. Ich weiß häufig schon nicht mehr, welches YouTube-Video ich mir gestern angeguckt habe. Und wenn mich jemand fragen würde, was ich vor einer Woche zum Mittagessen gegessen habe, wäre ich auch komplett blank. Und so geht es dir wahrscheinlich auch, dass du nicht mehr weißt, woran du vor einem Monat gearbeitet hast, vor zwei Monaten, vor drei Monaten oder vor einem Jahr. Außer man würde natürlich in seinen Kalender gucken. Und das ist der erste Punkt, dieses Schaubilds wirklich zu realisieren, dass wir verdammt schnell vergessen. Und das ist am Ende auch gar nicht so problematisch und ich glaube auch, dass es gesund ist, weil wir dann nicht tausende Informationen halten, die irrelevant sind irgendwann. Aber das muss uns klar sein, dass vieles, was wir vor Monaten sozusagen gemacht haben, einfach wieder vergessen haben. Und auch die Dinge, die wir umgesetzt haben, an denen wir gearbeitet haben, dass wir die komplett wieder vergessen haben. Spannend wird es, wenn wir uns die andere Dimension jetzt angucken, die Ergebnisse, die über die Zeit entstehen. Und Tony Robbins hat es mal perfekt zusammengefasst und hat gesagt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können und wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen können. Und das trifft es eigentlich perfekt. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du mal bei manchen Sachen beobachtet hast, wenn du die über längere Zeit tust, erreichst du plötzlich Sachen, die du dir nie hättest vorstellen können. Und ein schönes Beispiel ist meiner Meinung nach das Thema Bücher lesen. Vor ein paar Jahren bin ich wirklich naiv damit gestartet, bin zu Thalia, zu einer Buchhandlung gegangen, habe mir die ersten Sachbücher geschnappt und habe angefangen zu lesen. Und wirklich über mehrere Monate und Wochen und Jahre haben Sachbücher, würde ich sagen, mein Leben maßgeblich verändert und zu einem besseren Leben gemacht. Als ich das Buch aber jeweils am Tag gelesen habe, ist einfach nichts passiert, ne? Sondern die Ergebnisse sind über die Zeit, über die Monate, über die Jahre entstanden. Gleiches gilt für das Thema Content. Als ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, ist überhaupt nichts passiert. Und auch dieses Video, was ich jetzt hier hochlade, wird im ersten Moment wahrscheinlich kaum Ansichten bekommen, vielleicht ein bisschen Interaktion hinbekommen. Aber auch gerade das Thema Content, die großen Ergebnisse entstehen über Jahre. Die meisten Leute, die auch ihren großen Durchbruch haben, irgendwann viral gehen, machen das häufig 5 bis 10 Jahre und das wahrscheinlich wirklich jede Woche konstant. Oder gleiches Thema auch Sport und da kann ich mich tatsächlich nicht freisprechen, weil ich hatte sogar Schwierigkeiten gefühlt, diese drei Bilder zusammenzubekommen. Aber auch wenn man einmal pro Jahr joggen geht, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass man irgendwie in der Form ist und die, was weiß ich, Fitness hat, die man sich immer gewünscht hat. Wenn man das aber jede Woche 3-mal tut, dann ist man wahrscheinlich in mehreren Jahren dort, wo man hin will. Was können wir daraus lernen? Und ich glaube, das sind Punkte, bei denen wir uns absolut einig sind, dass wenn wir die richtigen Dinge tun und jeden Tag bestenfalls, werden wir unsere Ziele mit höchster Wahrscheinlichkeit erreichen. Wenn wir es wirklich schaffen, was weiß ich, jede Woche oder alle 2 Wochen ein gutes Buch zu lesen zum Thema Business, wird es verdammt schwierig, wahrscheinlich nicht das Unternehmen sich aufzubauen, was man gerne erreicht hatte, weil es einfach unglaublich viel Literatur irgendwie zu dem Thema gibt.
Und was ich einfach mal gemacht habe, ist, was sind wirklich Dinge und Aktivitäten, die langfristig entscheidend sind, die aber mir heute per se noch nicht direkt was bringen. Sport zum Beispiel, gesunde Ernährung. Wenn ich mich heute einen Tag gesund ernähre und morgen wieder, was weiß ich, zu McDonald's gehe, ist es natürlich wieder hinfänglich. Aber wenn ich es jeden Tag mache, werde ich natürlich dorthin kommen in 2 bis 3 oder 5 Jahren, wo ich hin will. Auch gesunder Schlaf, Lesen und Lernen. Dann businesstechnisch richtig guter Content. Ein einzelnes Video wird keinen Unterschied machen oder ein einzelner LinkedIn-Post auch nicht. Aber wenn ich das konstant über mehrere Jahre mache, auf jeden Fall. Auch unsere Live-Webinare sind wirklich super beliebt. Tausende Menschen waren bereits mit dabei. Und ist auch etwas, wenn ich jeden Monat darin besser werde, bringt es mir auch maßgeblich viel. Oder richtig gute Produkte und Angebote zu haben, sowohl Beziehungen zu Team und Kunden. Und das ist cool, dass diese Dinge auch noch in 5 Jahren gültig sein werden. Sie werden auch noch in 10 Jahren gültig werden. Dass man sich aber klar werden muss, die Dinge sind entscheidend. Und es geht dir wahrscheinlich ähnlich, unten vielleicht ein bisschen andere Sachen, weil in deinem Business vielleicht andere Sachen relevant sind. Aber gerade oben wahrscheinlich sind wir uns beide einig, dass die Themen wichtig sind. Warum ist das jetzt so? Und warum entstehen die großen Ergebnisse erst über Zeit? Zum einen, das Beste, was du machen kannst, ist wirklich Routinen in deinen Alltag implementieren. Egal, ob du, was weiß ich, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag joggen gehst oder jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag dein Content erstellst. Dadurch, dass du es regelmäßig machst, wirst du besser. Deine Fähigkeiten werden besser. Und dadurch, dass du immer besser wirst, entsteht auch dieser Compound-Effekt über die Zeit. Und der Compound-Effekt gilt halt nicht nur für deine Finanzen, sondern halt auch für alle anderen Fähigkeiten. Über die Zeit wird man nicht nur inkrementell besser, sondern man wird exponentiell besser. Und das Spannende wird jetzt eigentlich, wenn sich diese beiden Graphen plötzlich treffen. Und da fängt auch das Dilemma plötzlich an. Denn was passiert? Das Gedächtnis auf der linken Seite, wir wissen nicht mal mehr, was wir gestern umgesetzt haben. Die signifikanten großen Ergebnisse entstehen aber erst über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und das bedeutet, die Ergebnisse, die du heute erzielst, ja, sind nicht durch Aktivitäten entstanden, die du heute umgesetzt hast. Und das ist ganz, ganz wichtig zu realisieren, weil ich mich auch immer wieder erwische, was weiß ich, man hat einen guten Monat erreicht, man hat irgendwie einen Meilenstein im Umsatz geknackt und ich gucke mir an und gucke mich um, was habe ich diesen Monat anders gemacht? Und die Tatsache ist, dass relativ unwahrscheinlich ist, dass ich in dem Monat konkret irgendwas komplett anders gemacht habe, sondern dass es dadurch entstanden ist, dass ich vor 3, 4 Jahren mit gewissen Routinen und Dingen angefangen habe, die mir jetzt sozusagen sich jetzt bezahlt machen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil es dann selten so ist, dass man in den Monaten irgendeinen Stunt gemacht hat, irgendeinen magischen, der dann irgendwie zu Umsatzrekorden geführt hat. Und jetzt kommt das große Problem da dran. Es ist einfach unglaublich schwierig geworden, die wirklich wichtigen Dinge lange genug umzusetzen. Und mir ist es das erste Mal aufgefallen, als ich so ein paar Gedanken in meinem Kopf hatte und die ich auch immer wieder von Freundinnen und Freunden gehört habe, ey, ewig kein Buch mehr gelesen, müsste ich mal wieder. Ja. Zu Sport habe ich es auch irgendwie lange nicht mehr geschafft. Ja, Ernährung war auch schon mal besser. Hab mal Content eine Woche probiert, funktioniert nicht für mich. Hab mal 3 Startup-Ideen getestet. Ah, ich glaube, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Und das ist unglaublich schwierig, weil es einfach super schwierig ist, diese wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und woran liegt das jetzt? Was ist das große Problem? Warum schaffen wir es nicht mehr, die Dinge, die uns wirklich langfristig die Ergebnisse bringen, die wir erreichen wollen, warum schaffen wir das nicht mehr? Ganz einfach, wir sind wirklich durch Social Media süchtig geworden nach sogenannter Instant Gratification, also nach Aktivitäten mit kurzfristiger Belohnung. Und das sind so Sachen wie wirklich stundenlang vor YouTube zu hängen, von dem kann ich mich nicht freisprechen, oder an meinem Handy zu kleben, was weiß ich, Battlefield zu spielen oder was weiß ich, bei LinkedIn oder bei Facebook meine Notifications zu checken, mal wieder eine Serie bei Netflix zu gucken, von Pornokonsum gar nicht zu sprechen. Fast Food liefert auch direkt Instant Gratification, oder auch stundenlang irgendwie zu arbeiten, gibt einem natürlich auch einen Dopamin-Rush. Und all diese Sachen halten einen am Ende davon ab, dass man die entscheidenden Dinge wirklich tut. Und durch diese Sachen sind wir es auch gewohnt, egal was wir machen, dass wir direkt eine Belohnung bekommen. Also das bedeutet, du machst was und kriegst direkt eine Belohnung. Und das führt dazu, dass die meisten Leute auch scheitern. Und das ist unglaublich schade. Und das ist auch der Grund, warum ich unglaublich gerne dieses Video machen wollte, weil es mir geholfen hat. Und ich hoffe auch, dass es dir hilft. Weil was passiert? Du setzt heute etwas um und hast bei den Dingen, die wirklich entscheidend sind,
heute kein Ergebnis. Ne? Bei allen anderen Sachen, die ich dir gerade gezeigt habe, hast du immer direkt ein Ergebnis. Und das ist auch der Grund, warum Leute zum Beispiel eine Woche Content erstellen, kein signifikantes Ergebnis sozusagen passiert und dann einfach aufhören damit. Ne? Das ist auch der Grund, warum viele Leute, glaube ich, ins Fitnessstudio rennen, dreimal Sport machen oder zumindest den ganzen Januar Sport machen, kein sichtbares Ergebnis direkt erzielen und dann auch einfach aufhören damit. Und das ist auch der Grund, warum Leute vielleicht drei Startup-Ideen irgendwie umsetzen, sich daran noch erinnern können, kein Ergebnis passiert, ne, und dann einfach aufgeben. Und das ist unglaublich schade, weil dieses Schaubild es perfekt zeigt, wir erinnern uns nicht mehr daran, was uns dahin geführt hat, wo wir gerne hinwollen. Und zusammengefasst ist es eigentlich die Quintessenz in diesem Schaubild. Denn das ist auch das Schaubild, was ich mir wahrscheinlich zusätzlich ausdrucken werde und mir hier in mein Zimmer hängen werde. Aktivitäten mit direkter oder kurzfristiger Belohnung sind eine Abwärtsspirale. Sie geben uns zwar eine kurzfristige Befriedigung, sie geben uns einen kurzen Moment von Glücksgefühlen. Wenn ich mich aber jahrelang nur von Fastfood ernähre, will ich gar nicht wissen, wie ich aussehe. Wenn ich wirklich jahrelang jeden Abend vor YouTube und Netflix rumhänge, will ich nicht wissen, wo ich hätte sein können, hätte ich jeden Abend zumindest noch mal eine Stunde gelesen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch der tägliche Kampf und das tägliche Jonglieren, was wir hinbekommen müssen, einen schmalen Grat zwischen den Aktivitäten zu finden, die kurzfristige Belohnung bringen, die ja auch Spaß machen, und es aber trotzdem schaffen, jeden Tag die Sachen umzusetzen, die eine verzögerte Belohnung oder eine langfristige Belohnung mit sich bringen. Sport, Ernährung, Schlaf, guter Content, Live-Webinare, gute Produkte, ein Team aufzubauen, sind alles Dinge, die schwierig sind, die dich aber in 5 Jahren dahin bringen, wo du hin willst. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, erinnere dich immer daran, egal was du tust, wenn du die richtigen Dinge tust, werden die Ergebnisse über die Zeit exponentiell größer. Das wird aber nur funktionieren, wenn du lange genug dranbleibst. Und das bedeutet, wo du in 5 Jahren sein wirst, hängt maßgeblich davon ab, was du heute dafür umsetzt. Und ich bin wirklich in diese Falle auch lange reingetappt, dass ich Woche für Woche nach irgendeinem magischen Stunt irgendwie gesucht habe, was man machen kann, um mit seinem Unternehmen zu wachsen, um dann irgendwann auf dieses Schaubild zu kommen und wirklich zu überlegen, was sind die fundamentalen Erfolgsfaktoren? Was sind die Aktivitäten, die wirklich langfristig mir viel bringen? Und seitdem ich auf diese Folie immer wieder drauf schaue und mir klar mache, hey, du hast eigentlich alles, du musst dich nur auf diese richtigen Dinge tun, du musst wegbleiben von den Dingen, die eine kurzfristige Belohnung sozusagen bringen, und dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Was kannst du jetzt aus dem Video für dich mitnehmen? Das Schöne daran ist, dass du wirklich jeden Tag maßgeblich entscheiden kannst, wo du in 5 Jahren sein wirst. Und wenn du es schaffst, wirklich die Aktivitäten umzusetzen mit einer langfristigen Belohnung, sowas wie gesunde Ernährung, Sport, Schlaf, Lesen, ja, Content zum Beispiel, wirst du wahrscheinlich in 5 Jahren all deine Ziele nicht nur erreicht haben, sondern darüber hinaus. Du wirst vielleicht das Unternehmen aufgebaut haben, was du dir schon immer erträumt hast. Du wirst an Orten leben, die du dir nie hättest vorstellen können. Aber es kommt am Ende darauf an, wie konstant schaffst du es wirklich, die schwierigen Dinge jeden Tag umzusetzen. Und ich sage das nicht nur für dich, sondern am Ende ist es auch eine Erinnerung für mich, es wirklich zu schaffen, die Aktivitäten mit der kurzfristigen Belohnung, ja, Fastfood, Social Media Konsum, Gaming, all solche Sachen so gut wie möglich aus seinem Alltag rauszubekommen und wirklich darauf zu achten. Und ich glaube, das wird wirklich ein Zyklus werden. Es wird immer wieder Phasen geben, wo man wirklich in diese Welt reingezogen wird. Dopamin ist am Ende wie jede andere Droge. Sie zieht einen wirklich in diese Welt rein. Aber man muss selbst entscheiden, ob man wirklich in 5 Jahren da sein will, wo man sein will, oder ob man wirklich es nicht schafft, dieser sozusagen Sucht zu widerstehen und immer wieder einzugeben, diese kurzfristigen Dinge mit kurzfristiger Belohnung zu tun. Und das Schaubild hat mir wirklich immens geholfen, in meinem Leben ein Stück weit Klarheit zu bringen, auch gerade diese simplen Folien, wirklich, was ist wirklich im Leben entscheidend, was sind Fähigkeiten, die mir im Leben lang was bringen, was hat auch diese Compound-Effekte. Und vielleicht ist es eine Übung, die du auch einfach mal machen kannst, zu schauen, was sind wirklich Dinge in deinem Leben, die dir meiner Meinung nach dich dorthin bringen, wo du in 5 Jahren sein willst. So oder so freue ich mich über dein Feedback zu dem heutigen Video, ob es dir ähnlich geht, ob es auch für dich zum Beispiel schwierig geworden ist, Bücher zu lesen,
dir Zeit zu nehmen, was weiß ich, Content zu erstellen, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ich kann dir schon mal einen Ausblick geben, die nächsten Videos werden sich auf jeden Fall auch mit dem Thema Dopamin-Detox beschäftigen, weil das steht tatsächlich fürs nächste Jahr ganz groß auf meiner Agenda, da wirklich rauszukommen, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit in meinen Alltag zu bringen und mehr Zeit sozusagen zu gewinnen für die Dinge zu finden, die wirklich entscheidend sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann gerne diesen Kanal auch abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.